So. Natürlich mal wieder Probleme mit dem Mikrofon. Immer wenn Artov da ist, habe ich Probleme mit dem Mikrofon. Ja, willkommen zurück nach keine Ahnung wie lange. Lange, auf jeden Fall. Doch, 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 das war bei Need for Speed Underground 2 damals genauso. Das war, du warst da und das hat sich so angehört, als hätte ich einen Stimmverzerrer. Ich habe Beweise. Ich habe hier mal so einen Spielstand runtergezogen. Irgendwann mal. Wo der aussieht wie Vin Diesel. Und das fand ich witzig. Also nehmen wir den. Du hast seit heute ein neues Mikro. Das ist natürlich erfreulich, immer. Immer erfreulich. Neue Sachen haben ist schön. Besser klingen ist auch immer schön. Ja, das ist auch ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob das ein Stereo-Mikro ist, weil ich bin auf dem lustigen NT1A, das ganz gerne YouTuber-Mikro genannt wird. Und das ist nur Mono. Aber das macht ja nichts. Und das ist ein Typ, der sieht halt so aus. Das fand ich echt witzig. You know, I was nervous at first, but Codsworth's really good with Sean. Das ist mir alles ein bisschen zu leise. Fangen wir mal ein bisschen Musik hier. Bisschen Musik. Ich sehe schon, ich muss was anderes machen. Das Procaster ist auch nur Mono. Okay. Aber gut, meistens reicht das ja. Wenn man am Sammeln ist. Also Stereo-Effekt für, keine Ahnung, Podcasting und Twitch und so. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ah, viel lauter. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ah. Der ist echt gut getroffen. You get that? It's probably that salesman. He comes for you every day. Ah, okay, dann ist das Ganze mit der Spieluhr spielen auch schon vorbei bei dem Spielstand. Alles klar. Good morning. Vault-Tec calling. Kann ich nicht. Remind me again. Why, we're about you, sir, and helping secure your future. You see, Vault-Tec is the foremost builder of state-of-the-art underground fallout shelters. Vaults, if you will. Luxury accommodations where you can wait out the horrors of nuclear devastation. You can't begin to know how happy I am to finally speak with you. I've been trying for days. It's a matter of utmost urgency, I assure you. Jason Statham? Oder heißt es Statham? Ist er Brite? Weiß man ja nicht.
Ja, vielleicht. Nein, nein, mir geht's nicht besonders gut. Ich hätte vielleicht vorher das Spiel auf Deutsch machen sollen. Aber dann weiß ich wieder nicht bei der Lederrüstung, welches Teil welches ist, weil da ein Übersetzungsfehler drin ist. Kann ich wegschicken. Maybe I don't want to talk to you. No. Do. Now, I know you're a busy fellow, so I won't take up much of your time. Time being a precious commodity. I'm here today to tell you that because of your family's service to our country, you have been pre-selected for entrance into the local vault. Vault 111. Nein. I'm a little busy right now. Oh, of course, of course. This won't take but a moment. It's just a matter of verifying some information. Need to make sure you're cleared for entrance in the unforeseen event of, total atomic annihilation. Natürlich. I can't wait for the world to end. That's the spirit. Now, let's see. Ach, nimm ihn einfach, Dom. Natürlich, natürlich, natürlich. Dom ist stark und der hat ganz viel Glück. Und vielleicht ist er auch nicht ganz so blöd. Aber ihm fallen Dinge auf. So viele Dinge oder so viele Dinge? Weiß ich nicht. Ein bisschen fit ist er auch. Und Charisma. sind vielleicht nicht die richtigen Stats. That's everything. Just gonna walk this over to the vault. Congratulations on being prepared for the future. Thanks again. Yo. It's peace of mind. That's worth a little paperwork, right? For you and Sean, no price is too high. Ich habe keine Augen. Good answer. I have my moments. Jetzt habe ich Augen. Mr. Dom, Sean has been changed, but he absolutely refuses to calm down. I think he needs some of that paternal affection you seem to be so good at. You heard Codsworth. Go on. Dann machen wir mal. How are the two most important men in my life doing? Spin the mobile a bit. He loves that. Hey, how's my little guy? Much better now, huh? Listen, after breakfast, I was thinking we could head to the park for a bit. Weather should hold up. Will it be like that night in the park a year ago? Sir? Mom? You should come and see this! Codsworth? What's wrong? Followed by... Yes, followed by flashes, blinding flashes. Sounds of explosions. We're, trying to get confirmation. What? We seem to have lost contact with our affiliate stations. We do have coming in. That's confirmed reports. I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. Oh my God. We need to get to the vault now. Wer hat die Tür aufgemacht? Let's go. Was soll das? Residents of Sanctuary Hills, if you are registered. Evacuate to Vault 111 immediately. All registered vault participants, this way! It's okay. It's the bag! Who cares? Just help me pack it up! Check in at the gate! Ach ja. That's absurd! Das habe ich bestimmt auch schon 25 Mal gemacht. Okay. I'm reporting this. If you're in the program, step forward. Otherwise, return home. We need to get in. We're on the list. They have to. Infant,
Adult male? Adult female? Okay, go ahead. Thank you. Super. Keine Namen. What's gonna happen to all those people outside the gate? We're doing everything we can. Now keep moving. Step on the platform in the center. Nö. Na gut. All right, that's it. Send it down. Almost there. We're gonna be okay. I love you. Both of you. We love you too. Oh my god! Hold on! Can't this thing move faster? Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. We did it. We made it. We're okay. Hm? Die anderen? Please step off the elevator and proceed up the stairs in an orderly fashion. No need to worry, folks. We'll get everyone situated in your new home. Vault 111. A better future underground. So we just... Yes, up the stairs. I can't believe it. If we left a minute later... No, hey there. No, we don't. Don't get caught up thinking what? About that. What's You're going safe on? Now. Everyone, just head up these Hat stairs. Sie doch gesehen. Through the door there. Oder nicht? Nicht in die Ecke pinkeln, ich höre das. Up the stairs, please. Mail. Pick up a suit right over there. Here you are. Head down the hall there. Good. Excuse me. Oh. Oh my god. Mm-hmm. Take a vault suit, then head down the hall. Ja, mach ich. Wenn die nicht will. Over there. Take a suit. Thanks. What now? Just follow the doctor here. He'll show you where to go. All right, you three. Follow me. Okay. It's See? Down the hallway right there. This is our new home. Oh, you're gonna love it here. This is one of our most advanced facilities. Not that the others aren't great, mind you. One gone. Vault suit. Now just our home. Head down the hall. Everything we had. My mother and father down in D.C. Sir? How long do you think we'll be down here? I know this is a Oh, we'll be going over all that in orientation. Just a few medical items we have to get through first. Just checking everyone off the list as they come in. It's designed to be fashionable as well as comfortable. Prepared for the future, right? Just step in here and put your vault suit on. Shh. Hey. Take your time. It'll be okay. Who's my little guy? I'm not going far. I'll just be over there. Wäre natürlich viel witziger, wenn er eine tiefere Stimme hätte, aber naja. All set. Just step inside and put on your vault suit. Ich kann in meine Arme gucken. The pod will decontaminate and depressurize you before we head deeper in the vault. Just relax. Time for a whole new life. Resident secure. Occupant vitals normal. Procedure complete. In 5, 4, 3. Na
Natürlich. This is the one. Here. Open it. Der ist nicht nett. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen Exit-Safe machen im Fahrstuhl. Weil ich auf dem Bunker echt keine Lust habe. Nichts drücken. Alles mitnehmen. Immer alles mitnehmen. Wollen wir das lesen? Natürlich nicht. Ja, als da irgendwas getriggert wird. Wir sind hier nicht wegen der Story. Das sind viele. Klick, 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 klick. Klick, klick, klickety, klick. Nicht hinsetzen. Ah, Gott. Ja, dann sitze ich hier. Nehme die Tasse und stehe wieder auf. Großartig. Mit. Ach ja. Wirklich nichts? Hier war wirklich nichts drin. Unglaublich. Toaster? Toaster. Kochplatte. Schrauben und Federn und sowas.
Oh, Todd hat gar nicht gespielt. Schweinerei. Spiele ich? Nein. Ich nehme es aber mit. Für später. Vielleicht baue ich da was Lustiges mit. Die kann aber was ab. Lecker Nam Nam. Jetzt ist sie hin. Clipboard. Super wichtig. Vorkriegsgeld ist natürlich auch super wichtig. Das ist das einzige Geld, was zählt. Noch mehr Munition, noch eine Pistole. Kann man nie genug von haben. Nice. Coming back later for you. Aber sowas von. Ich weiß gar nicht, ob der Glitch mit dem Hund noch geht. Aber das können wir ja ausprobieren. Später. Das haben wir schon gelesen. Also. In Anführungszeichen. Da. Sehr schön. Brille, Clipboard. Ist hier noch irgendwas? Nö. Vielleicht nicht die schönste Art, aber... So viele Aktionspunkte habe ich auch gar nicht, dass sich das mit Wets lohnt. Oder? Vier Schuss. What happened here? Where is everyone? Die liegen doch hier. Das sieht er doch. Eine glitchy Kakerlake. Ah, 64 Kilobyte RAM. So wie mein Streaming-Computer. Alles klar. Da. Den möchte ich da haben. Obwohl, nein. Nee, eigentlich ist das immer zwei.
Das ist immer eins. So wirklich was Tolles habe ich ja nicht. Also Tür aufmachen. Nehmen wir noch ein bisschen Munition mit. Is this all that's left? Noch mehr Munition. Und noch einen neuen Anzug. Dann mache ich mir hier einen frischen Save, falls ich nochmal mit dem Charakter anfange. Dann muss ich nicht durch den ganzen Kram nochmal durch. Gut. Das passt alles. Enjoy your return to the surface. And thank you for choosing Vault Tech. Ich habe so überhaupt keine Ahnung, was mich da oben erwartet. Ich habe das noch nie gespielt. Vielleicht. Ist das nicht auch schon bald 10 Jahre alt? Go home. Das ist eine schöne Anweisung. So, dann pielen wir mal hier lang. Nehmen alles mit, alles mitnehmen, alles wichtig. Allen Dingen Ventilatoren. Immer die Ventilatoren mitnehmen. Ventilatoren, Schreibmaschinen. Alles. Das Terminal kann man nicht mehr benutzen. Und hab Blumen. Auch wichtig. Ja, 2015 kann man schon fast sagen. 10 Jahre alt. Ach ja. Das waren noch Zeiten, da war ich noch jung. As I live and breathe. Oh, it's really you. Ja. Everything's dead. Das sagt Scorch immer bei Assault Android Cactus. My God, he did it. Er hat's nicht gesagt. He really did it. Everything's dead. Er hat's gesagt.
Ah, yes, the garden. The posies have been problematic, I admit. Ah, if only the missus were here to help. Where is she, by the by? Ah, vielleicht sollte ich mir mal so das Voice-Sample aus Assault Android Cactus irgendwie rausziehen für Kanalpunkte oder so. Muss ich mir die Unity Engine installieren? Da habe ich ja gar keine Ahnung von. Wie auch immer. Ja, Katze. Katze. They killed her. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Sean does so love that game. Is the lad with you? It doesn't make sense. There's just no reason someone would take my son. It's worse than I thought. Mm-hmm. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're 2 centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack? You must be famished. Ich hab Red-Kakerlaken-Zeug. Das muss doch reichen. Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Oh, sir, it's been just horrible. 2 centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout from vinyl wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house. Alles klar, Arthoff. Gute Nacht und so und ja, ich bin wieder öfter da. Vielleicht gesehen. Whoa, focus, Codsworth. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this holotape. I believe the missus was going to present it to you as a surprise. But then, well, everything happened. Yeah. Thank you, Codsworth. You're welcome. Now, enough feeling sorry for myself. Will we search the neighborhood together? The missus and young Sean may turn up yet. Ja, na gut. Right. Lead the way. Proud to serve, sir! Picking up hostile life signs. Not this time. Ach, soll er das mal machen? Nothing here but a few flies. Wait, my senses are picking up movement in another house. Follow me. Auf geht's. Gesagt.
Mr. Dom, your family isn't here either. They're really gone, aren't they? Dafür, dass er immer so viel von Familie redet, ist nicht viel mit Familie. Obwohl, nee, eigentlich doch, das passt eigentlich ganz gut. Thanks for trying, Codsworth. You can't give up, sir. What about the city? Concord is nearby, and, well, the people there have only shot at me a few times. Das hört sich gut an. I like these people already. Oh, good. Maybe you'll get along then, and they can help you find young Sean. I shall remain here and secure the home front. Okay. Wo ist jetzt die Fliege, die er gekillt hat? Da. Die haben immer wichtiges Zeug. Hier nicht da. Sehr kräftig. Dann können wir auch ein bisschen drauf knüppeln einfach. Außerdem stehen wir auch dann direkt davor und gucken drauf, dann kann man sich direkt rauslooten. Knüppel. Das ist natürlich immer schön, wenn man das direkt als erstes anzieht. Weil es mehr Schutz bietet. Macht das mehr Schaden? Ja. Sehr schön. Tasche. Immer gut. Hallo Hund. Hey boy, what are you doing out here all by yourself? You want to come with me, pal? Okay then, let's stick together. Sehr schön. Nein, er hat einen Stimpack gefressen. Musik aus. Mein Job ist es, alle Radiostationen auszuschalten. Ich vermisse was. Nicht? Merkwürdig. Sollten hier nicht normalerweise die Mole Rats kommen. Da sind sie doch. Das
Das erste Mal habe ich Mole Rat gelesen in Gothic 1. Und das Witzige ist, ich habe das ja auf Deutsch gespielt damals, vor 20 Jahren. Und ich habe das immer als Mole Rat gelesen. Fand ich ziemlich lustig. Das sind die absolut ekligsten Viecher von allen. Ja, ach, egal. Hier gab es oben noch eine Haarnadel, ganz wichtig. Jet und Mantens, weil Mantens sind wichtig, weil ich ja nicht so schlau bin. Nicht so schlau. Yay! Großartig. Geht direkt los. So, jetzt ärgere ich mich, dass ich irgendwelche wilden Stats genommen habe. Weil ich bestimmt irgendwelche Perks, die ich haben will, nicht haben kann, weil, ja. Wie zum Beispiel Local Leader. Local Leader ist super wichtig. Eigentlich. Dann 1, 2, 3, 4. Bei 4 Punkte Charisma erst noch. Bis ich das überhaupt haben kann. Ich werde das jetzt einfach mal ignorieren. Und dafür nehme ich Edit 7. Nein. Ja, super. Das ist ein Level 5 Skill. Und je niedriger die Intelligenz, aber das... Ach, stimmt, ist ja. Glück. Aber Glück habe ich zu viel. Intelligenz ist zu hoch. Das lohnt sich nicht wirklich. Mehr Munition. Das ist eigentlich seit Fallout 1 mein Lieblingsperk. Weil Splatter ist immer gut. So, aber ich habe eine Pistole. Ich habe nur eine Pistole. Lass uns doch mal 20% mehr Schaden mit der Pistole machen. Das hört sich nach einer tollen Idee an. Klebstoff, auch super wichtig. Experte. Okay, kann ich vergessen.
sie versteckt? Vor mir? Hat sie sich vor mir versteckt, oder? Das nehme ich. Und das brauche ich für die anderen. Nützliche Arbeiterkleidung und so. Ich würde behaupten, den hat's erwischt. Hey, up here, on the balcony. I've got a group of settlers inside. The raiders are almost through the door. Grab that laser musket and help us, please. Ja, das nehme ich und das und das und. Das und den. Und dann ziehen wir uns mal um. Ah, jetzt stehe ich in Unterhosen da, oder? Ja, natürlich. Dann nehmen wir das. Nehmen wir die mal. Nicht hier noch mehr. Nein. Gut. Gehen wir rein. Gucken wir mal nach, was da los ist. Irgendwas wird da los sein. Irgendwann. Das ist mir ja noch nie aufgefallen, dass er da rausschießt. Haarklammer. Sehr schön. Er kann nichts sehen, er kann nichts sehen und ich hätte gerne mehr Schaden mit Gewehren. Weil dann können wir Nummer 3. Wo ist sie? Nummer 3. Na gut, die Munition ist jetzt. Nein, 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 ist mir alles egal. Hmm.
Nikotin und die anderen Sachen. Das Bein juckt. Schlimm. Piepe-Pistel. Die wir nicht brauchen. Ah, lustige Worträtsel. Eins. Okay. Vielleicht. Hat zwei. Okay. Nein. Ja. Also eher I will passen. Aber wenn eher I passt, dann passt das nicht mit dem ersten Wort. Also nein. Das ist überhaupt nicht. Nice, das könnte passen. Got it. Unlock. Sehr schön. Tür auf. Fair. Das brauche ich für später zum Spielen. Wo schießt er denn hin? Über mir. Na toll. Nicht erwischt. Er macht das schon. Er ist schon groß. Zusammen. Was fehlt denn noch? Linker Arm, linkes Bein, rechter Arm. Rechter Arm fehlt. Kiwi. Hey. Nein. Kaliber 45 ist auch immer gut. Später. I'm coming in there and I'm gonna scan every last one of you. This is gonna be fun. Nein. Das
Nein. Den. Und ich ärgere die immer ganz gerne. Man, I don't know who you are, but just... Yes. Das nehme ich. The timing's impeccable. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. Maybe? Nope. God damn it. Ja, schönen Tag noch. Was haben wir hier? Wahrnehmung. Wenn die jetzt voll wäre, würde ich die mitnehmen. Aber ist nicht, also lasse ich die stehen. Gut, auf geht's. Bye, bye. Ja, ja. Ja. Schön. Da kommt was und es ist sauer. Auf geht's, wieder nach draußen. Ist mir egal. Preston und die Gang, die ist viel sicherer hier im Museum als irgendwo anders. Ich weiß gar nicht. Ich habe den ja schon öfter mal stehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob man an die Burg rankommt, wenn man den stehen lässt. Aber ich schätze schon. Die Burg ist eigentlich ganz cool. Schöner großer Platz und so. Hiwi! Rein da. Das Witzige ist, ich muss eigentlich das alles gar nicht machen. Gib her. Ich nehme jetzt einfach noch den Kanister hier. Dann gehe ich wieder zurück. Weil ich einfach keine Lust auf alles habe. Und dann gehe ich auf die Karte und hau ab. Das finde ich ist eine gute Idee. Das ist eigentlich so das Beste, was man machen kann. Wir ignorieren einfach mal die Story. Weil wir sind hier nicht für die Story. Wir sind hier für rumblödeln und rumlaufen, wo wir nicht rumlaufen sollen. Und einfach nur Blödsinn machen. So, sehr schön. Wie war das? E gedrückt halten? Schön. Sehr gut. So, craften. Nicht craften. Und ganz wichtig. Der muss raus. Sobald hier Leute ankommen, rennen die auf einmal in der Power-Rüstung haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Transfer, gesamten Schrott lagern. Und dann haben wir sicherlich noch viel mehr anderes Zeug. Zwei Pistolen. Molotow-Cocktails. Die muss ich alle auseinanderbauen. Zwei davon. Die kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ich weiß sogar nicht, standen die ganzen Sachen hier überall. Standen die ganzen Sachen hier überall rum oder? Ich brauche noch eine echt coole Sonnenbrille. Das ist alles Essen. Das kann weg.
Das höre ich mir nicht an. Das ist immer so traurig. Das und das. Das. Sehr gut. Dann sind wir so bei 66. Ja, Pfund. Kilo sind das ja nicht. Aber 66 Pfund ist auch schon eine ganze Menge. Bei 66 Gewicht. So, dann basteln wir die auseinander. Wohl eine davon werden wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Später. Und solange ich noch ein bisschen Wassermunition habe für die 10 mm, nehme ich die. Alleine schon wegen dem höheren Schaden. So, was können wir hier basteln? Ah, nee. Wir basteln die auf. Macht viel mehr Sinn. 26. Die hat so eine hohe Feuerrate. Also ich weiß nicht, wer sich die als Automatik baut. Weil man kann halt auch ein bisschen schneller klicken. Das klappt auch wunderbar. Langes Rohr. Das braucht Gunnut. Okay. Nehme ich doch mit. Mehr Genauigkeit. Sonst noch irgendwas bauen? Nö. Das braucht auch Gunnut. Dann passt das so. Minigun. Ach, die kann irgendeinen Siedler bekommen später. So. Die lassen wir auch mal erstmal. Kurz abgesägt lang. Da lege ich mich jetzt noch nicht so fest. So. Minigun weg. Die weg. Und dann ist auch direkt viel weniger Gewicht. So, jetzt gehen wir hier rein. Und dann deaktivieren wir die. Ah, Freiheit. Das mit der niedrigen Ausdauer war echt keine gute Idee. Kann ich schon bauen? Ich kann schon bauen. Ja. Sehr gut. Kochen. Kochen nehme ich mit. Nicht gut. Kochen ist wichtig. Man muss ja auch mal was essen. Stelle ich mal da erstmal so hin. Was haben wir noch? Also wir haben den. Ah ja, hier ist die Rüstung. Das wird lustig. Was ich noch nie probiert habe, ist hier zwischen die beiden eine Platte vernünftig hinzukriegen. Aber mal gucken. Mal gucken, was ich mache. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich weiß nur, ich habe Snapping an. Bup, bup. Snapping an andere Geräte.
Ja, die snappt mich. Okay. Auch gut. Was fehlt hier noch? Wir haben Rüstung, Waffen, Essen. Irgendwo stand noch was rum. Chemiestation, glaube ich, hier hinten irgendwo. Sag ich doch. Oh, hey. Gab es hier noch irgendwas für Lau? Weiß ich gar nicht mehr. Chemiestation. Ich weiß immer nicht, ob das Rohr nach vorne gehört. Also das Rohr, was da so raussteht. Ich glaube ja. So, und abreißen. Will ich hier wohnen? Nein. Ich mache das diesmal ein bisschen anders. Ich nehme das Haus. Weil das so schön ist. Schade, dass ich die rote Tür nicht wiederverwenden kann. Und die verschrotten muss, um wieder wegzukriegen. Das ist immer ärgerlich. So, hier ist natürlich... Alle, die hier leben, sind glücklich, weil das ist nur der Hund. Und der Hund hat einen Standardwert von 50. Der ist nie traurig und der ist nie glücklich. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Das gleiche gilt auch für Roboter, wenn man da irgendwann mal welche hat oder so. Also, Cotsworth ist auch nie traurig und nie glücklich. Er ist immer 50. Ah, mir fehlt auch immer noch das lustige Achievement mit einer 100% Zufriedenheit. Das sind so viele. So, lass ich den Briefkasten stehen. Aus Jux. Oh, eine Matte. Die lagere ich ein. So, ich glaube, hier baue ich... Oder da drüben. Da drüben ist ja eigentlich... Schöner. Ist da drüben schöner oder hier? Ah. Weiß ich nicht. Entscheide ich dann. Ganz viel davon. Das ist schon mal gut. 3, 4. Fünfte kommt bis hier ungefähr. Vier, drei Reihen. So. So, ungefähr. Dann machen wir das natürlich schön gerade auf die Kante stellen. Hier so hübsch gucken
Und dann E gedrückt halten. Und dann ist das eine Gruppenauswahl. Wissen viele nicht. Kann man das hier... Schön genau auf die Kante legen. Das ist akzeptabel. Das guckt raus. Es nervt. Oh, das ist auch nicht gerade. Guckt das immer noch raus? Es guckt immer noch raus. Ja, willkommen zu... Ich bin genervt, weil das rausguckt. Jetzt. Ja, das ist gut. Und jetzt guckt das hier raus. Naja, dann schaut das halt hier vorne raus. Es ist halt auch halb so wild. Aber noch ein bisschen was für schöne Wände. Schöne Wände sind die vom Stall, weil die sind so schön rot. Ich mag die. Die sind auch ein bisschen höher als Standard. Was man beim Bauen dann bedenken muss, weil da die ein bisschen höher sind, müssen die, kann man dann die in einige Teile nicht so wirklich kombinieren. Oder mache ich eine Standardholzhütte? Standardholzhütte. Habe ich sowieso nicht so viele Teile für. Holz für, meine ich. Und ich habe ja eben was weggeräumt. Hier. Gut. Nein. Egal. Was ich auf jeden Fall brauche, ist das hier. Mathe, Rug, Format, nein. Sonstiges. Ganz wichtig. Hundehütte. Hier steht irgendwo eine rum, die ich hätte nehmen können, aber gerade keine Lust, sie zu holen. Wo ist Schnellreiseziel? Ich vergesse das immer. War das nicht hier? Oder ist es hier? Na, da. So. Ja. Das klatsche ich mal. Gut, das klatsche ich mal dahin. Und ich das andere Zeug, was ich so mühevoll hier rüber gestellt habe, dahin. Ich würde ja laufen, aber dann bleibt das stehen. Achso, rennen. Das nehme ich. So, ich habe hier nur den Herd haben oder die Kochstelle. Muss natürlich. Hm.
erstmal da. Wenn wir eine Kochstelle haben und das ist ein offenes Feuer, dann will ich die immer nicht so wirklich irgendwo unter ein Dach stellen oder so. Fehlt da was? 1, 2, 3, 4. Ah, nein. Ja, zu Cotsworth komme ich noch. So, das stellen wir dahin. Und dann können wir mal raus und ein bisschen schneller laufen. Boden. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin. Das ist so das Problem. Wenn man die Story ignoriert, dann weiß man immer nicht, was man machen soll. Erstmal. Mr. Dom, welcome back, sir. Ja. Yeah. Ja, bestimmt. Aber nach dieser Unterhaltung brauche ich erstmal eine kleine Pause. I came across a few people who didn't want to kill me. Not much else. That's unfortunate. I realize that I'm no Mr. Gutsy, but if needed, I'd be honored to accompany you throughout the Commonwealth. Just say the word. Ja, ich hab Hund. Would you like to? As you wish, sir. Hm. I'd like to trade some items. Of course. Vielleicht hat er ja was. Nee, hat er nicht. Hätte ja sein können. Ja. Hey. Du hast irgendwas eingesammelt. Sag ich doch. Gut. Ja. Unterhaltung. Pause. Ja, ist gleich. Ich gammel dann so lange hier rum. Oder so. Mal gucken. Da dreht sich ja gleich eine Kamera, wenn man eine Minute nichts macht oder irgendwie sowas. Bis gleich. Thank you.
Das Schöne ist, wenn man einfach nur so ein bisschen rumsteht, dass die Sonne dann langsam wieder aufgeht. Und ich habe gerade gesehen, ich habe Frame Drops im Stream, was echt witzig ist. Irgendwie. Vielleicht muss ich an den Spieleinstellungen noch ein bisschen was ändern. Mal sehen. Vielleicht die Sichtweite etwas reduzieren oder sowas, aber das mache ich dann bei Gelegenheit. Ja, schau mal, was wir hier noch so finden. Vor allen Dingen in dem gelben Haus da. War das in dem gelben Haus? Nein, das war das blaue Haus. Da steht nämlich
Nein, doch, das Gelb. Da steht nämlich ein lustiger Safe. Mit einer Möchtegern-Bombe. Und den Safe kann ich sogar aufmachen. Jibi! Gucken. Fast. Fast. Geht doch. Ah, Vorkriegsgeld. Das gute alte Vorkriegsgeld. Wieso hat man in der Vorkriegszeit schon Pipi-Pistols gemacht? Weiß ich nicht. Egal. Das Gute ist, hätte ich jetzt keine Haarnadeln, dann hätte ich das Ding auch einfach scrappen können. Und dann wären die Inhalte automatisch in der Werkbank gelandet. Das hat schon so seine Vorteile, wenn man einfach mal so scrappen kann. Ja. Auch was drin. Das möchte ich haben. Und dann hier. Und dann latschen wir einfach mal so durch die Gegend. Und gucken, was wir so finden. Wäre echt super gewesen. Der Typ hier. Den Typen auf der Brücke, den, also vor der Brücke und den Hund, der da liegt, die kann man loswerden. Aber dafür muss man die weit weg tragen. Und das wollen wir nicht. Yay! Werkbank! Ich nehme einfach nur mal alles mit. Werkbank, das ist die coolere von beiden. Drüben leider die blöde stehen. Ich werde hier mal alles einsammeln, was ich so finde. Und dann zurückbringen. Telefon. Ich finde das toll, dass man das Funkgerät benutzen kann, aber nichts passiert. Sicherung auch immer gut. Das Poster habe ich nie verstanden. Ja. Zigaretten sind gut. Für Asbest. Hier ist nochmal eine Chemiestation. Hier ist nochmal eine Rüstungsbank. Hier hinten runter. Grüne Pilze. Und Feuerlöscher, ganz wichtig.
dann gehen wir mal ins Loch. Weil im Loch ist immer gut. Ja, schleichen wir mal hier so rum. Sehr schön. Oh, hi. Yo, psst. Psst. Hey, nein. Ja, alles gut. Knochen, auch sehr lecker. Sehr gut für einen Eintopf oder so. Nein, nein, auch nicht. Perfekt. Ich werde dir später eine schmackhafte Katze suchen. Oder sowas. Wenn du Katzen magst. Wasser trinken ist, glaube ich, keine so gute Idee. Yeah, safe. Bisschen weiter. That's it. Alles mitnehmen. Da ist ein Schrank. Der ist leer. Kühlmittel. Gut für Öl. Metalleimer gut für Wände hochklettern oder so. Metato. Sehr schön. Ach, ich habe ja gar keinen Generator gebaut und sowas. Hey. Hallo. Ja. Ich sehe noch was. Kleinkram. Knochen. Keine Knochen mehr. Ich will mehr Knochen haben. Nimm den Pilz. Und dann hauen wir wieder ab. Und schauen ins Nichts. Ah. Öl ist wichtig. Öl ist wichtig. Schrauben sind wichtig. Klebstoff ist wichtig. Hauptsächlich. Und alles, was ich habe, ist eine Tattoo. Ja,
Er findet das auch traurig. Ein bisschen Mais wäre cool. So, dann haben wir hier schon mal leer geräumt. Plop, plop. Ja. Handgranaten. Ist doch gerade eingefallen, ich habe gar nicht Dings hier gemacht. Was ist der Unterschied zwischen einer Impro-Pistole, deutscher Titel, und einer People-Pistole, englischer Titel? Und warum ist das so? Was habe ich da in den Konfigurationsdateien schon wieder rumgespielt, dass da manchmal durcheinander kommt? Schlimm. Damit. Wir hatten vorhin. Was können wir basteln? Ein bisschen Jet. Cemented. Machen wir mal. Right away können wir bauen. Da hätte ich direkt vorhin mal gucken müssen. Können wir. Schon mal machen. Und schon haben wir keine Materialien mehr für irgendwas anderes. Ich finde es witzig, dass man den Pip-Boy modifizieren kann in der Werkbank und es gibt keine Modifikation. Kochen. Gratis XP. Jupp. Schon so viele Level gemacht, nur durch Kochen und so. Granaten. Nö. Nö, nö. So, unsere Standardteile weg, weg. Nuka-Cola. So, ein paar davon behalte ich immer. Tato. Tato. Das ist Mudfruit. Bing. Zubi. Ich habe eins Tato. Fehlen mir nur die Leute. Sollte ich vielleicht mal einen Generator bauen und eine Antenne? Macht vielleicht Sinn. Irgendwo hier, wo es nicht nervt. Wo immer die ganzen Gegner spawnen. Sowieso, man kann die Generatoren, kann man schützen, wie man möchte. Die Gegner machen die so oder so kaputt.
Also wenn ein Raid ist von Gegnern, dann hauen sie es eh in den Arsch. Oh, hey, eine Hundehütte. Weg. Machen wir mal. 4 kleine Generatoren. Ping. Den ersten brauche ich nix. Und mir fehlen 2 Kristall. Sehr gut. Ich kann den ja schon mal hinstellen. So. Dann gehen wir mal gucken, was es hier so am Wasser gibt. Oder? Nicht leer? 102. Das ist ein bisschen viel. Ist mir ein bisschen viel. Die brauche ich. Ah! 32. Das hört sich viel besser an. Machen. Na. Haben ist besser als brauchen. Liegen. Wuffi, liegen. Schön, wie sich die Made in meinen Kopf bohrt. Over there. I'm just getting started. Sagt er. Rechter Arm, das war das, was fehlte. Kling. Super. Eichhörnchen am Spieß. Ist bestimmt auch sehr gut.
Was? Spielt er mit der Tonne? Da ist was drin. Nein. Hier schießt einer. Er hat angefangen. Definitiv. Hey, Joe. Du hast auch gesehen, dass er angefangen hat. Oh, das Bandana brauche ich. Ah, es geht nach Frankreich, sagst du. Du machst so Sachen. Naja, Urlaub ist wichtig. Ich müsste eigentlich auch mal wieder nach Schweden Eis essen oder so. Wäre vielleicht auch mal wieder ganz cool. Oder Kopenhagen würde mir, glaube ich, auch schon reichen. Ist auf jeden Fall 100 Euro günstiger. Flaschen. Ja. Ich fahre da echt nur hin und esse ein Eis. Und dann haue ich wieder ab. Das ist ein sehr teures Eis. Frankreich. Da haben mich meine Eltern mal auf dem Parkplatz vergessen. Auf dem Weg nach Spanien. Das war sehr lustig. ja. So eine kleine lustige Geschichte aus der Familie. Ja. Mein Bruder behauptet, er könnte sogar sagen, welcher Parkplatz das ist, wenn er da heute drauf steht. Ich habe keine Ahnung, ich war zu klein, ich erinnere mich nicht. Was ist hier? Ralf. Meierlöck, Fleisch. Njam, njam. Also wenn die Meierlurks so wie Scampis schmecken. Oder naja, so wie Krebse. Halt. Ich spieß mir einen auf und dann knack ich den auf und dann ich löffel den aus. Ist vielleicht mal so eine Option. Und jetzt habe ich Bock auf Taschenkrebse. Meine Güte.
Ich muss mal meine Connections am Hafen spielen lassen. Dass sie mir mal so ein Kilo Tassenkrebse besorgen. Blumen. Sehr schön. Eier, immer doof. Ich sollte mir mal ein Stimpack reindrücken oder zwei. Das wäre vielleicht ganz cool. Sag ich doch. Eier, immer doof. Ich hau ab. Hund. Hund. Wo ist Hund? Hund. Au. Au. Ich weiß. Aber diesmal hier. Und. Wo ist er? Ah, oh, das sind zwei. Oh, Gottes Willen. Die sind echt schnell. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass sie so schnell sind. Wo ist das? Der Schrottplatz? Das ist der Schrottplatz. Der eine haut schon ab. Roboter. Meyer Lurk. Warum nicht? Nein, ich habe keine Munition. Aber lag doch einen drauf. Das ist ungünstig. Wie ist er denn hier raufgekommen? Steht da jetzt und wartet, bis ich rauskomme. Ich komme nicht raus. Ich bleib hier. Ich mag das. Hier ist Schrott. Hier sind Autos. Hier ist ein Roboter. Wo ist der andere? Das ist nur der. Okay. Ist er nicht direkt am Eingang? Direkt am Eingang ist, glaube ich, eine... Ja, kann man nicht, wenn man sich nicht und da reinglitscht. Kann man die nämlich nicht einsammeln. Oh Mann, das ist so blöd. Schneller. Lauf, lauf, lauf. Hüpp, hüpp. Nein. Weg. Er kommt her. Er läuft auch weg. Wo ist Hund? Hund hat mich im Stich gelassen. Ah, nicht hängen bleiben. Manchmal auch nicht so blöd.
Natürlich. So, was brauchen wir denn? Gunnut. Nehme ich. Ich habe ihn gefunden. Los, geh weg. Das Problem ist, der andere ist noch da. Risiko ein. Kann ich schießen? 2. Okay. Kopf, 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 Kopf. Unwahrscheinlich. Warten wir noch ein bisschen, bis er näher kommt. Und anfängt auszuholen. Jetzt. Super geklappt. Ah, immer wenn ich so einen Baum liegen sehe, denke ich, man kann irgendwo rauf. Ja. Stimpack, schön. Platine. Waffenwerkbank. Yes. Wir wollen nicht den Roboter wecken. Nein. Keine Lust auf den Kampf jetzt. Ich glaube, in irgendeinem stand drin, dass irgendwo ein LKW steht oder so. Oder auch nicht. Oder das steht hier. Kann ich mir das Tape? Ich nehme das Tape einfach mit. Und damit stellen wir sicher, dass keiner den Sentry aktiviert. Weil das ist echt nicht schön. So, wie viel Platz haben wir noch? 116. Aber ich wollte ja auch am Wasser lang gucken. Da sind nicht noch mehr Meyer-Lurks. Und wo ist Hund? Da bist du ja. Los, jetzt können wir ganz in Ruhe die Eier klauen. Da mache ich mir ein schönes, fettes Omelett von. Wenn ich irgendwo Käse finde.
Leer. Folgen wir dem Schlauch. Sehr schön. Und 44er. Alu. Alu immer gut. Danke. Mehr von mit. Hier ist ein Mülleimer. Achso, na gut, hier ist ja auch ein Steg. Außenrum. Guten Tag. Hau ab. Sonst mache ich Rippchen. Der wollte dich beißen. Hast du es nicht mitgekriegt? Hund. Immer das Gleiche. Passt zwar ganz gut auf, aber manchmal passt er halt nicht gut genug auf. Das sieht von hier ja gar nicht mal so kacke aus. Was? Wie? Was? Wo? Hochstrahlung. Was ist denn hier Strahlung? So war hier Strahlung. Was ist denn das für ein Blödsinn? So nix. So, heftig geschafft. Ja, ein bisschen Platz. Kann ich ja mal hier so kleine Inseln und so. Und dann mache ich auch für heute Feierabend. Fliege? Nein. Die treffe ich doch eh nicht. Na gut, ich kann so machen. Dann treffe ich die auch.
nicht sterben. Militärtransporter. Böses Vieh. Mag ich nicht. Ach, da holt sein Kumpel. Okay. Nein, er versteckt sich da hinten. Das war sein Kumpel. Auch gut. Na komm. Strahlung. Beeilen. Da ist ein Raider. Haben die das Vieh erledigt? Das würde mir sehr gelegen kommen. Ist denn noch da irgendwo? Nö. Zurück und machen eine Runde Kochen und Drogen basteln. Ich glaube zwar nicht, dass wir da noch ein Level zusammen kriegen mit, aber zum Kochen. Ja. Und essen mehr. Stimmt ja. Da haben wir ein paar. Oh nein, fürs Omelette fehlt mir was. Oder? Ah, dreckiges Wasser. So, können wir ja, wir haben noch ein bisschen Leder. Da kriegt er auch Leder raus. Ja, aber nur ein. Okay, aber ich habe ja noch ein paar mehr davon. Machen wir die Arme zuerst, dann sieht das blöd aus. Brauche ich natürlich für. Ja, auch jeweils drei. Gut. Drogen. Und je aufwendiger die sind, umso mehr XP kriegt man dafür. Oh, das noch mehr. Psychojet. So. Öl. Auch gut. Dann
Okay, ich habe den Perk, aber ich habe natürlich das Material nicht. Da ist schon wieder Klebstoff angesagt, jede Menge. Großes Magazin. Ich mag großes Magazin. Ich glaube, das war es auch mit dem Klebstoff. Das nächste ist nicht so wichtig. So, jetzt schmeißen wir alles raus. Kette? Nee. Junk und dann sind wir bei 37. Das ist angemessen. So. Rufi? Hey. Hey. Bleib doch mal. Hier. Ich hab was Nettes. So und hopp. So. Schön Halsband. Damit ihr auch nicht kalt wird. In der Hitze. Wie auch immer. Nun gut. Dann, ja, danke fürs Reinschauen. Und, bis zum nächsten Mal. Ja, Wofi. Alles gut. Reinhauen.